Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Dark Age of Camelot. Wir haben hier kräftige Unterstützung von diesem schicken Mulan Guide hinter uns. Und es begrüßt euch der Classic Let's Player und der Kryo. Ja, wir haben letztes Mal diese schicken Stiefel bekommen, wo jeder ausrasten würde, wenn er die bekommen würde. Und wir machen einfach mal weiter. Wir haben schon eine Quest angenommen, ich weiß es nicht. Nein, natürlich nicht. Lass mal gucken. Also ich habe keine. Ne, ich habe auch momentan keine Quests aktiv. Ja, dann wollen wir mal den Dalekor anhauen. Jawohl. Ja, und jetzt haben wir das Problem, dass wir erst Level 3 werden müssen, bevor wir die nächste Quest bekommen. Das heißt, wir haben schon alle Quests für unsere Level gemacht. Oh, das waren ja wahnsinnig viele. Ja, gut, dann gehen wir mal runter. Ja, wir gehen erstmal in die Gruppe. Ach ja, gut, dass du mich dran erinnerst. Eventuell müssten wir mal ein anderes UI, also eine andere Benutzeroberfläche, zulegen. So, wir sind in einer Gruppe. Genau, da habe ich mein Gruppenfenster. Genau, buff dich erstmal durch. Naja, so durchbuffen ist gut, ich habe nur einen Buff. Ah, da kommt später noch ein bisschen was. Überhaupt, so, wir haben jetzt ja neue Waffen bekommen. Und wir werden jetzt einfach mal so einen Orangenen angreifen. Das wird zwar tödlich unter anderem, aber wir müssen aufpassen kurz. Ich check die eben durch, weil hier läuft immer so ein Agro-Viech mit rum. So, hier ist alles in Ordnung. Und auf geht's. Zack! Du bist des Todes. Stirb! Ja, toll, dass deine Zauber resistet werden. Diesmal nicht, oder? Doch. Ja. Immer wenn die so verpuffen über dem Monster, dann komm in den Nahkampf, hau mit deinem Stäbchen mit drauf. Du hast ja auch einen neuen Stab bekommen. Ich denke, das wird effektiver sein. So, wie war das jetzt nochmal? Attack. Ja, mit über der unter der Escape-Taste. Okay. Da dieser, und da beginnt auch schon die Musik. Ja, die Kampfmusik. Ja. Sehr schön. Wird gleich Stimmung gemacht. Und später in großen Schlachten, wenn man hier Kiefs erobern will und so, dann kommen hier noch so Kriegsgeschreie mit dabei. Also dass man richtig das Gefühl hat, in einer großen Gruppe im Getümmel zu sein und ich sterbe gleich. Treff mal ein bisschen mehr. Der ist da auch gleich hin, Mensch. Ja, aber ich auch. Bleib doch mal stehen jetzt. Oh Mann. Yay. Und ja, wir haben beide Level up. Ich liege tot am Boden und bleib mal da. Ich komme gleich wieder. Jawohl. So, wo ist denn eigentlich ein Gruppenfenster oder gibt's hier sowas nicht? Ich sehe sowas gar nicht. Ja, da oben, wo du deine Zaubersprüche und so auswählst, da hast du ganz rechts hast du Group oder du drückst O. Ach ja, okay. Und da kannst du dann auf das Mini klicken. Ja, ah ja, okay, ich hab's jetzt. Und dann hast du ein Gruppenfenster. Das ist zwar nicht besonders toll, aber es erfüllt seinen Zweck. Genau. So, wir hatten beide Level up, das heißt, jetzt müsste der Dalekor eine Quest für uns haben. Ja, dann gehen wir nochmal hin. Da ist noch jemand. Ein Thanator. Ja, ich habe erst gedacht, du wärst es, aber du bist es gar nicht. Wir sehen nur alle gleich aus. Ja. So, wir sind jetzt sagen irgendwo um eine Level 3. Oder im dritten Level würde es sich, glaube ich, besser anhören in dem Satz. So. Wir müssen natürlich... Wir haben das letzte Mal die Pläne von den Askefurs bekommen. Damit können wir allerdings noch nichts anfangen, weil wir die Sprache nicht können. Hier kann man keine Sprachen lernen, aber wir können eine Übersetzerin aufsuchen. Mhm. Und zwar... muss ich selber erstmal gucken. Das letzte Mal habe ich nämlich in Hibernia gespielt. So, wir müssen die Scroll zu Griffin-Händler Niyidi bei den Yortime Gates finden. Da gehen wir doch gleich mal hin. Was die immer für tolle Namen haben, das ist absolut Zungenbrecher immer. Oh ja. So, ich folge dir mal ganz unauffällig. Die Quest habe ich jedenfalls auch angenommen. Also ist schon mal ganz gut. Ja. So, jetzt sind wir auf einem langen Marsch unterwegs. Gleich werden wir auf den Greifen aufsteigen. Da haben wir ja dieses kostenlose Ticket für bekommen. Und der fliegt uns zu unserem Ziel. Und zwar zu der Grenzfestung
Ja, ich muss mal gucken, wie die heißt. Swazut Faster heißt die. Und von da aus geht's nämlich in die Reichsschlachtzonen. So. Hier gibt's übrigens noch andere Quests, die können wir gleich annehmen, bevor wir wieder zum Dalikor gehen. Mhm. Aber wir gehen erstmal zum Greifenhändler. Ach, hier. Damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. So. Du müsstest den Speedbuff auch haben. So geht es doch gleich ein bisschen schneller. Bekomme ich eigentlich bei jedem Level-Up irgendwelche neuen Zaubersprüche oder so? Ja, später nicht mehr so jedes Level, aber generell ist das so, dass man seine Basis-Zauber bekommt. Okay. So, hier ist er schon. Dem müssen wir jetzt diese Niedis Notes geben. Zack. Ja. No problem. All you need is to do is purchase a ticket from my store. Ja, jetzt wollen wir uns noch ein Ticket andrehen hier. Und zwar zu Swazut Faster. Zack. Für 5 Silber. Yay. Ja, natürlich. Hier wird einem nichts geschenkt. Und ich gucke gerade auf dem Hintern dieses Greifens. Die Kamera ist doch ein bisschen hoch eingestellt. So ist besser. So, da sieht man noch hier Yortheim. Jetzt fliegen wir hier über das Mulan-Dörfchen. Wie kann ich schon meine Kamera verändern? Also ich hab's auf linke Maustaste und dann halt bewegen. Wenn du es nicht hast, hast du irgendwas wieder in den Tastatureinstellungen von. Nee, habe ich nicht. Aber der ist halt, der ist so oben am Bildschirm angesiedelt, der Greif. Ja, ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Nee, dann wird's ja normal sein. Ich habe da auch mit zu kämpfen. Ich habe jetzt hier, ja, egal. Guck mal weiter auf den Hintern von dem Greifen. So, Genau, nach Swazut Faster und dann müssen wir mit Storguti Kelix sprechen. Der wird uns dann teleportieren. Okay. So, in der Zwischenzeit tue ich mal meine neuen Zauber aktivieren. Also die, was das gleiche Zeichen haben, die sind auch immer der gleiche Zauber, halt nur ein anderes Level. Sehe ich das richtig? Sollte so sein. Also es gibt wahrscheinlich auch Zauber, die haben dasselbe Symbol. Aber, ja. Na gut. So, also solange die aus derselben Linie kommen, du hast ja mehrere Linien, müsste das derselbe Zauber sein. Später, wenn du deine Klasse hast, unterscheidet sich das in den Basis-Zaubersprüchen, also die kriegst du immer. Und dann hast du spezialisierte Zaubersprüche, die sind meistens ein bisschen mächtiger. Okay. Oder ergänzen sich gegenseitig, das gibt's auch. So, und da sehen wir schon im Nebel auftauchend Swazut Faster, eine Grenzfestung, eine der beiden. Windsoul oder wie die andere heißt, die ist ganz woanders. So, ich warte hier auf dich. Ich bin auch gleich da. Guck ich mal in den Himmel. Da bist du. Im Landeflug. Genau. Nee, und durch das Tor geflogen. So. So, zack. Na. So. Den Hebel treffen, das ist manchmal ein bisschen tricky. So, jetzt müssen wir den Storguti Kelix finden. Hier ist niemand. Der ist ja bestimmt auf der Karte eingezeichnet. Ich glaube nicht. Entweder ist er hier oben irgendwo oder der steht draußen. So, du gehst gerne nach oben, oder? Ich gehe gerne nach oben, ja. Oder hast du gerade nach oben gesagt? Nach oben. Ja. Ob du nach oben gehst. Ich gehe nach oben. Das hat sich mittlerweile eh erledigt, weil du nämlich vor mir bist und ich sehe dich. Hier geht's eben nicht weiter. Was ist das hier, eine künstliche Sperre oder was? Genau, und zwar ist das so, dass wir für diesen Server noch Mods runterladen müssen, damit wir ins Classic-Gebiet kommen.
Das haben wir noch nicht gemacht. Das machen wir offscreen nachher. Sonst komme ich hier nicht weiter. Ich würde mal sagen, der ist dann draußen. Ja, schauen wir mal. Ein Store Goti. Hier ist absolut niemand. Nee, hier ist gar niemand. Ja, ich würde sagen, dann müssen wir erst die Mods installieren, weil sonst tut sich hier absolut gar nichts. Oder bei wie vielen Minuten sind wir gerade? Wir haben etwa 10 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Schnitt und ja, wir müssen auf jeden Fall die Mods installieren, sonst haben wir echt nichts von. Wahrscheinlich muss die Burg ausgetauscht werden mit dem Classic Mod. Weil guck, der reitet auch da entlang. Wer? Das heißt, die NPC stehen alle in den Mauern der Burg und die sehen wir deswegen nicht, weil das das neue Modell ist und wir müssen auf das alte erst zurückpatchen, also bringt das eigentlich gar nichts. Gut, dann... Das heißt, wir stellen uns erstmal hier vorne, nicht, dass wir später in der alten Burg drin hängen. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Okay, bis demnächst. Bis dann, tschüss.